Ich grüße euch, liebe Geschwister im Glauben. Hallo. Ich freue mich so, euch begrüßen zu dürfen. Und habe in diesem Video eigentlich nur ein Anliegen, ein kürzeres. Und zwar, wenn ihr mal in Bedrängnis kommt und in schwerer Not seid, und ich rede jetzt nicht von mir fehlt der Mut, den Tag durchzuhalten oder so, oder solche Bedrängnisse, sondern wirklich schwere Bedrängnisse wie in Kriegssituationen oder wenn ihr kurz vorm Sterben seid oder wenn etwas ganz Schlimmes passieren könnte, eine Katastrophe oder irgendwas, dann habt einen starken Glauben und glaubt an Yahweh, den Vater, und bittet und redet mit Jesus über das Problem, und Jesus wird mit euch kommunizieren, wenn ihr eine Beziehung mit ihm aufgebaut habt. Und wenn ihr dann das Problem beim Namen nennt und Gott, den Vater, bittet um das, was ihr euch fürchtet oder was ihr Angst habt, was euch zustoßen könnte oder was passieren könnte, dann fleht Gott an, es zu verhindern, und fleht Gott an, dass er euch hilft und er euch Zuversicht und seine Allmacht zu genießen zukommen lasst, also dass er euch beisteht. Und ihr werdet erhört werden. Er wird euch helfen, er wird euch befreien, er wird euch beistehen, er wird euch helfen in jeder Not. Ein Beispiel. Es wäre so, dass irgendwo jemand bedroht wird mit einem Artilleriegeschoss oder mit einem nuklearen Geschoss, und es geht jemand her und Jesus warnt denjenigen, der betroffen ist, der von diesem Geschütz betroffen werden soll, und sagt ihm, dass gleich etwas Schlimmes passiert. Und derjenige, der betroffen ist, betet dann zum Vater im Himmel, dass der Vater hilft und alles dafür tut, denen, die friedlich leben, die zu beschützen. Und zum Beispiel der Betroffene geht dann her und sagt, bitte, lieber himmlischer Vater, beschütze uns vor allem Bösen. Lass nicht zu, dass uns was Schlimmes zustößt. Wenn du willst, dann verhindere es mit deiner Allmacht, dass die Waffe, die gegen uns gerichtet ist, etwas anrichtet. Und es wird funktionieren. Ein Wunder kann geschehen, wenn Yahweh es will. Er hat die Allmacht dazu, er ist der allmächtige Gott. Und der Betroffene sagt dann weiter, wenn das Wunder geschehen ist und sie gesehen haben, wie ihre Waffe nicht funktioniert, dann sende ihnen deinen Sohn Jesus Christus, damit sie an ihn gläubig werden und ihn als Herrn und Erlöser annehmen. Und es wird so geschehen. Glaubt nur an Gott und glaubt an Jesus. Glaubt daran, es ist wahr, alles, was ihr bittet, wird euch gegeben werden, wenn es im Sinne Gottes ist, wenn es sinnvoll ist und wenn es seinen Sinn ergibt. Habt einen starken Glauben und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet, und vergebt, so wird auch euch vergeben. Und wenn euch jemand sogar den Tod antun will, irgendein Mensch, und ihr könnt vergeben, ist das ein Segen für allerseits, für jeden. Weil jeder Mensch ist für jeden anderen Menschen da. Also wenn zwei Menschen nebeneinander stehen und der eine beschimpft den anderen Menschen, dann beschimpft der eine Mensch sich selber, der den anderen Menschen beschimpft. Alles, was du tust, was du den anderen tust, tust du auch Gott und tust du dir selber an. Das heißt, alles, was du den anderen Gutes tust, tust du Gott Gutes. Und was du den anderen Schlechtes tust, tust du Gott Schlechtes. Und was du den anderen Gutes tust, tust du dir selber Gutes. Was du den anderen Schlechtes tust, tust du dir selber Schlechtes. Also bitte, nehmt euch dieses eine Beispiel, das ich jetzt gerade genannt habe, von dem Betroffenen und dem Artilleriegeschütz. Und überlegt und denkt nach. Und wenn ihr selbst in Bedrängnis kommt, habt einen starken Glauben und glaubt daran fest, dass Yahweh euch beschützen wird und dass Jesus Christus euch beistehen wird. Und dass durch den Löwen und das Lamm alles, jeder Sieg errungen werden kann. In jeder Kriegsnot, in jeder Gefahr,
in jeder Situation in deinem Leben, die die schwere Bedrängnis mit sich bringt. Also danke, lieber Zuschauer. Ich hoffe, ihr seid stark im Glauben. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Nacht, wann ihr auch immer das Video anschaut. Tschüss, Baba.